Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier mit Can von ESA Aerospace. Und ihr seht schon, wir haben hier ein Triebwerk stehen, wir haben da eine Fairing stehen, wir haben ganz, ganz viele coole Sachen, über die wir sprechen können. Und ich freue mich richtig, dass ich jetzt mit dir einen Experten für das Triebwerk tatsächlich hier habe. Triebwerk, es ist ja im Verhältnis zu einer Rakete ein eher kleines Bauteil, aber es ist schon das wichtigste Bauteil und wahrscheinlich auch das am meisten Pain oder die meiste Arbeit in so einer Rakete geht schon in sowas rein, oder? Also ich würde nicht direkt sagen, dass es das wichtigste Teil ist, aber es ist eins von den herausforderndsten Teilen, das kann ich sagen. Ja. Das Triebwerk, was wir jetzt hier haben, ist schon ein paar Jahre alt, deshalb dürfen wir das hier zeigen, weil im Prinzip alles Neue... Ja, also es sieht sehr anders aus, muss ich sagen. Das ist das erste Prototyp, was wir gebaut haben. Schon dreieinhalb Jahre alt. Es hat sich viel geändert. Wir haben sehr viel daraus gelernt. Wir haben das als erste Demonstrator gebaut, damit wir daraus lernen und unsere Technologien weiterentwickeln können und damit wir auch für die Fertigung Fortschritte machen können. Und das haben wir mit dem Prototyp sehr gut geschafft. Ich habe so ein paar Sachen, weiß ich schon über das Triebwerk durch eure Website oder das, was man so online lesen kann. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das ist ein offener Gasgeneratorzyklus und ihr nutzt kryogene Betriebsstoffe und zwar flüssigen Sauerstoff, das kennt man aus vielen Raketen, LOX, aber als Treibstoff Propan und das auch flüssig dann. Ja, genau, das ist auch flüssig. Ist auch unterkühlt, untergekühlt. Unterkühltes Propan verwenden wir. Und das ist eine Neuigkeit. Das gibt uns auch ein bisschen zusätzliche Performance. Es ist auch ein bisschen sauberer als ganz traditionelle Propellants. Bisher haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Davon habt ihr 9 in der ersten Stufe und dann ein vakuumoptimiertes in der Oberstufe. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich... Triebwerksentwicklung ist schwierig und ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man das Triebwerk praktisch in beiden Stufen benutzen kann. Und, genau, also dann muss man natürlich Änderungen vornehmen zwischen beiden Stufen, aber das so minimal, sodass die beiden Produkte sehr ähnlich sind, sodass man von einem Produkt zu einem anderen Produkt sehr gut was übertragen kann. Und das ist unser Ziel, in dem Sinne, dass wir 9 in der ersten Stufe und 1 in der zweiten Stufe einsetzen, mit minimalen Änderungen. Okay. Jetzt so von meiner... YouTuber-Unwissenheit hätte ich gesagt, okay, Oberstufe, das ist ja ein vakuumoptimiertes Triebwerk. Das heißt, es geht im Prinzip darum, dass der Druck, mit dem das Abgas das Triebwerk verlässt, dass das im Prinzip angepasst ist an die äußeren Bedingungen des Vakuums. Und das geht dann wahrscheinlich ab dem Düsenhals los, oder? Mhm. Das heißt, ab da, dass sich die Geometrie dann schon ein bisschen ändert im Vergleich zu einer normalen C-Level-Engine. Ja, ja, ja. Und das ist der Fall. Ja. Okay, und dann heißt danach die schöne vakuumoptimierte Nozzle, die dann noch ein bisschen breiter aufgeht und dann halt die Entspannung zum Vakuum richtig ermöglicht. Ich würde hier vielleicht so ein bisschen durchgehen. Also ich sehe im Prinzip hier oben etwas, das wird wahrscheinlich der Teil sein, womit das Ding an der Rakete eigentlich festgemacht ist. Ja, ich kann kurz durchgehen. Also das ist unser Engine Thrust Structure. Daran hängen wir unsere Systeme, die nicht zur Kammer gehören, nicht zum Piping oder nicht zur Turbopumpe. Und das ist natürlich da, um die Schub einzuleiten Richtung Struktur. Das sind unsere Feed-Piping-System. Damit schicken wir die Propellants, die Treibstoffe zur Turbopumpe. Turbopumpe pumpt dann die Treibstoffe hoch. Wir bringen die auf einen höheren Druck, damit wir das effizient in der Brennkammer verbrennen können. Was die Fluide noch machen, ist natürlich regenerative Kühlung von der Kammer, damit das Material, was wir hier einsetzen, die Verbrennungstemperaturen aushalten kann. Also regenerative Kühlung, das ist diese Sache, dass wir im Prinzip diese, wir haben ja gesagt, es sind kryogene Betriebsstoffe, das heißt, die sind sehr, sehr kalt und die führen wir dann nah an den Reaktionsprozessen in dem Triebwerk vorbei, um dann im Prinzip das Material direkt zu kühlen. Also die hohen Temperaturen, die wir in der Brennkammer haben, die wären eigentlich so hoch, dass sie das Material schmelzen. Obwohl das ein sehr tolles Material ist, ist es nicht in der Lage, diese Temperaturen auszuhalten. Richtig, richtig. Und durch die regenerative Kühlung
greift dir die Materialien ein bisschen unter die Achseln und das ist dann im Prinzip, dass doch durchhalten kann. Ja, genau. Und das ist die Kunst dahinter. Man möchte knapp an der Grenze gehen, aber nicht überhalb dieser Grenze. Und deswegen, das ist auch was, was es auch so spannend macht, an wirklich Materiallimits herausfordern. Jetzt, wenn wir gerade über das die Kühlung gesprochen haben, da ist die Materialeigenschaften spielen eine Rolle, also mit was für Material baue ich mein Triebwerk, aber natürlich auch, wie dünn kann ich das ausführen. Ja. Das ist wahrscheinlich gerade in der Brennkammer auch eine hohe Kunst, sich zu entscheiden, wie dünn mache ich diese Wand und kann dann trotzdem meine hohen Drücke ermöglichen. Ja, richtig. Gibt es da eine Größenordnung oder darfst du das sagen? Nein, leider nicht. Okay. Würde ich gerne sagen, aber... Okay. Man sieht hier viele Bauteile. Du meintest, oder wir haben schon gesagt, das ist ein altes Triebwerk. Wie viel davon ist im 3D-Druck hergestellt und warum eignet sich der 3D-Druck vielleicht gut für sowas? Vielleicht erst zum Design. Also das komplette Design des Triebwerks wird intern gemacht. Also wir haben unsere eigenen Tools, wir entwickeln unsere eigenen Tools und wir bauen dann das selber mit 3D-Druck und dann testen wir auch selber. Dadurch ist dieser ganze Design-Iterationszyklus bei uns in-house. Und daraus können wir lernen, sehr schnell Änderungen vornehmen und nochmal sehr schnell testen. Und was 3D-Druck natürlich da mit sich bringt, ist auch eben diese Schnelligkeit, dass man schnell nochmal drucken kann innerhalb von ein paar Wochen und dann hast du das Teil wieder am Prüfstand. Und bei dieser Triebwerksgröße lohnt es sich nochmal mehr, weil eben diese Brennkammer auch in den 3D-Drucker passt, was wir haben. Größer wäre nochmal eine Herausforderung gewesen. Mit der Größe macht es durchaus Sinn. Aber was ich über 3D-Druck sagen kann, schnellere Iterationszyklen und flexiblere Designmöglichkeiten. Mhm. Vielleicht, wenn wir das so ein bisschen aufteilen, also ich meine, wir sprechen irgendwie vom Triebwerk und das gehört ja alles irgendwo dazu, aber ich sag mal, herausstechen natürlich das Powerpack, nenne ich es jetzt mal, also das heißt im Prinzip die Turbopumpe, da wird die Energie für die Pumpe generiert, aber auch die Pumparbeit verrichtet. Und dann haben wir aber die Brennkammer, die dann im Prinzip den Schub erzeugen soll. Kann man das unabhängig voneinander entwickeln? Also dass man erst sagt, die eine Gruppe ist schon dabei, die Pumpe zu machen und die andere Gruppe kümmert sich schon um die Brennkammer? Ja, das kann man so machen. Das kann man auch anders machen, indem man erst mal ein Konzept hinlegt und sagt, ich fange mit der Turbopumpe an und dann Schritt für Schritt meine Brennkammer dazu. Es ist auch, es hängt von Zeit und Ressourcen ab. Mhm. Habe ich die Prüfstände dafür? Was für Prüfstände habe ich, wie viel Geld und wie viel Zeit habe ich? Das sind alle Fragen, die man nicht nur aus Propulsion-Sicht beantworten muss, sondern als Gesamtkonzept, Gesamtentwicklungskonzept. Kann ich mir so eine Fertigung leisten und so weiter und so fort. Jetzt haben wir ja sowohl bei der Turbopumpe als auch bei der Brennkammer sehr hohe Leistungsdichten, sage ich jetzt mal. Richtig. Ich stelle mir vor, dass man bei dem Triebwerk nicht unbedingt jedes Gramm zählen muss, sondern im Prinzip da sind dann die Leistungsparameter eigentlich wichtiger, oder? Ja, also ISP, also spezifischer Impuls des Triebwerks, ist das wichtigste Parameter, würde ich sagen. Aber auch Thrust to Weight, muss man so sagen. Also wie schwer ist dein Triebwerk im Vergleich zu deiner Schub? Es gibt sehr gute Beispiele, wie weit man das treiben kann. Zum Beispiel Merlin 1D vom SpaceX ist da wirklich ein Kunstwerk. Und das ist auch unser Ziel, in die Richtung zu gehen. Aber natürlich, wenn man ein Parameter nennen muss, was am wichtigsten ist, dann würde ich sagen, natürlich spezifischer Impuls. Wo würdest du sagen, hattet ihr am meisten Arbeit mit? Oder wo am meisten Schmerzen vielleicht? Gute Frage. Also vom Bauteilen her oder vom Aufwand her? Also, weil für mich ist immer das Schwierigste, fertigen oder testen? Ich bin mir nicht sicher. Also testen ist natürlich sehr aufwendig. Fertigen ist auch gar nicht einfach, wird sehr oft unterschätzt. Aber testen ist auch nicht so einfach. Design, also wofür ich zuständig bin, ist im Vergleich zu beiden Themen einfacher, würde ich sagen. Weil Design ist schnell gemacht. Das Ding wirklich zu bauen und wirklich zum Laufen zu kriegen am Prüfstand, ist noch mal schwerer.
Jetzt, ihr bereitet euch auf einen Launch vor. Wir haben auch, ich meine, das ist sogar Hardware, die sogar fliegen soll. Mhm. Also wir haben jetzt das, die Nutzlastverkleidung, also das, was die Nutzlast dann schützt bei dem Aufstieg. Das hier ist keine Flight-Härte, das ist ein ganz früher Prototyp. Gibt es die Gefahr, dass im Prinzip dir langweilig wird, weil im Prinzip, wenn dann die Rakete in Orbit kommt, dann hat das Triebwerk funktioniert? Nein, es wird nie langweilig bei uns. Bei ESA Aerospace wird es nie langweilig. Ich bin gespannt, was danach passieren wird. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht langweilig sein wird. Jan, das war super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und ich fieber sehr auf euren ersten Start auch hin und freue mich sehr, sehr, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Es hat mich auch sehr gefreut. Cool.